Ich dachte, ich habe im Leben versagt, dass nur ein kompletter Verlierer in einem Van lebt. Sein Zuhause ist die Wildnis von Westamerika. Seine Wohnung ein umgebauter Krankenwagen. Bob Wells ist moderner Nomade seit mehr als 25 Jahren. Am Anfang eine große Herausforderung. Ich war dazu gezwungen. Ich wollte es nicht tun. Ich hatte gerade eine Scheidung hinter mir und die Hälfte meines Gehalts ging an meine Ex-Frau, um sie und die Kinder zu unterstützen. Was für mich übrig blieb, davon konnte ich keine Wohnung mieten. Ich habe in Anchorage, Alaska gelebt, was sehr teuer ist. Ich wusste also buchstäblich nicht, wo ich leben sollte. Er ist unterwegs im Norden Oregons, schlägt sein Lager für die nächsten Tage auf. Im Sommer kommt er gerne hierher in die schattigen Wälder. Viel braucht er nicht. Sein Wagen hat keine Dusche, kein Badezimmer. Alles muss auf 7 Quadratmeter passen. Ich habe ein Schlafzimmer, ein Büro und auf dieser Seite ist meine Garderobe. Ich zeige euch mein unordentliches Haus. Es hat Vorhänge, weil es so unordentlich ist. Alle meine Klamotten, Bürokram, hier habe ich Bücher. Das ist ein Bücherregal. In den USA leben zwischen 1 und 3 Millionen Menschen in ihren Fahrzeugen. Schätzungen, Nomaden zu zählen, ist schwierig. Bob bringt sie einmal pro Jahr zusammen, bei einer Art Festival für Nomaden. Manche sind freiwillig auf der Straße, viele, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Und es könnten noch viel mehr werden. Wir kümmern uns immer weniger um die soziale Sicherheit der Menschen in diesem Land. Wir kümmern uns nur um die Reichen, geben ihnen immer mehr Geld. Und jetzt, nach Corona, mit den Zwangsräumungen, die wieder in Gang gekommen sind, wollen sie diese Leute rausschmeißen und die Mieten erhöhen. Das Thema frustriert Bob. Ein Corona-Schutz für säumige MieterInnen läuft im Herbst aus. 3,6 Millionen Menschen in den USA sind dann von Zwangsräumungen bedroht. Schicksale, denen Chloe Zhao einen Film gewidmet hat, ausgezeichnet mit 6 Oscars. Die Personen im Film mehr als nur SchauspielerInnen. Menschen aus dem wahren Leben. Auch Bob ist mit dabei. Im Mittelpunkt eine Frau, die für so viele steht. Sie verliert ihre Arbeit, muss ihr Haus verkaufen. Um zu überleben, nimmt sie Gelegenheitsjobs an. Mammoth Lakes, Kalifornien. Hier am Rande der Sierra Nevada zwischen Bergen und Pinienwäldern campen Sal und Rebecca Salahuddin. Sie wohnen nicht nur auf dem Campingplatz, sondern arbeiten auch hier. Ein typischer Job für Nomaden. 35 Stunden pro Woche. Sie aber haben sich dieses Leben ausgesucht. Wir waren müde vom täglichen Trott. Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, schlafen gehen. Wir waren damals beide bei der Polizei. Und in diesem Beruf hatten wir Glück, wenn wir einen Tag in der Woche frei hatten. Ich war Kriminalpolizistin, hatte ziemlich oft Rufbereitschaft. 4 Stunden Schlaf pro Nacht waren Standard. Sal war beim Militär, bekommt daher eine kleine Rente und Krankenversicherung. Sicherheiten, die viele Nomaden nicht haben. Ganz ohne Arbeit aber geht es auch bei ihnen nicht. Das war ihnen klar, als sie irgendwann kündigten, ihr Haus verkauften und vor 3 Jahren komplett in den Wohnwagen zogen. Den Campingplatz in Ordnung halten, das macht ihnen Spaß. Doch im Winter steht wieder Arbeiten im Warenlager bei Amazon an. Die Arbeit bei Amazon ist sehr monoton. Es ist alles detailliert vorgegeben. Die Zeit wird berechnet und Dinge, die sie tun würden, von denen sie denken, dass sie für einen Menschen normal wären, wie die Toilette zu benutzen oder eine Pause zu machen, sich kurz die Beine zu vertreten. Diese Dinge sind bei diesem Job nicht möglich. Man ist immer in Eile. In that particular job you're always rushing because you're always on the clock. Amazon hat erkannt, dass es sich bei den Nomaden um eine fast unerschöpfliche Zahl von SaisonarbeiterInnen handelt. Vor einigen Jahren wurde das Programm Camperforce geschaffen. Schuften für $11,50 die Stunde, mindestens 10 Stunden am Tag.
um im Winter das Weihnachtsgeschäft zu bewerkstelligen. Mehrere tausend Nomaden machen laut Amazon bei dem Programm mit. Das ist der Preis, den sie für die Freiheit zahlen müssen. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Making music with my friends. I just can't wait to get on the road again. Randy Weining arbeitet schon seit 40 Jahren nicht mehr, lebt seitdem in seinem Wohnwagen. Auf wenig Raum, minimalistisch, aber genauso wie er es mag. Das ist mein Badezimmer. Ich habe einen Schreibtisch an der Toilette, weil ich gerne dort sitze und lese. So kann man ihn runterklappen. Und dort drüben ein Stapel Bücher. Das sollte mir peinlich sein, ist es aber nicht. Auf Randys To-Do-Liste steht heute nicht mehr viel. Er hat in seinem Leben nur 4 Jahre gearbeitet, hatte damals einen Plan, in kurzer Zeit genug verdienen, um den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten zu müssen. Geld ist enorm wichtig, besonders wenn man versteht, dass es Freiheit erkaufen kann. Und man nicht annähernd so viel davon braucht, wie man denkt. Das ist der Kern meiner Botschaft. Dieser Lebensstil kostet mich durchschnittlich nur $600 im Monat. Viel Geld ist Randy nicht wichtig, Gemeinschaft aber schon. Deshalb hat er eine Gruppe gegründet, die zeitweise zusammenreist. Was sie gerade beschäftigt, besprechen sie in einer Morgenrunde um 12 Uhr. Früh aufstehen muss hier niemand. Wir mögen es sehr, mit Menschen in Kontakt zu sein. Wir sind lange allein gereist, aber die Gemeinschaft hilft, ein besserer Mensch zu werden und neue Dinge zu entdecken. Sie alle sind Aussteiger, müssen so nicht leben, sondern haben sich bewusst dafür entschieden. Mit dabei auch die Deutschen Ariane Apler und Michael Ertel. Sie reisen seit 10 Jahren durch die USA, hatten genug Geld gespart, um sich dieses Leben leisten zu können. Auch sie sind froh um die Gemeinschaft von Randys Gruppe. Also was mir aufgefallen ist, gerade so die Freunde in Deutschland, dass man sich auseinanderlebt. Und ich finde es dann schwer sozusagen, Freunde in Deutschland zu halten, weil irgendwie, wenn man unterwegs ist, lernt man andere Leute kennen, die dasselbe Leben leben und mit denen kann man das Leben teilen, ja? Die verstehen, worüber man spricht. Das, denke ich, ist ähnlich, wie wenn man eine Nachbarschaft hat zu Hause. Nur sind halt nicht immer alle Nachbarn gleichzeitig hier. Man hilft sich, bewältigt die Herausforderungen des Alltags gemeinsam. Denn das Nomadenleben kann auch mal nerven, selbst wenn es frei gewählt ist. Ganz triviale Sache, an die ein normaler Mensch gar nicht denkt, der sozusagen zu Hause seinen Wasserhahn aufdreht und auf die Toilette geht. Das sind so Sachen wie, wo füllen wir unser Wassertank auf? Wo wird man das Abwasser los? Wo geht man einkaufen? Und wenn man das eben permanent immer wieder hat, dann denken wir sich schon, was soll der Mist eigentlich? Ja, aber dann sitzt man hier in so schönen Flecken und denkt sich, ja genau, deshalb mache ich das eigentlich. Ja. Schöne Flecken wie dieser hier, Colorado mitten in den Rocky Mountains. Orte, an die man nur mit dem Camper kommt. Aber Randy geht es nicht nur darum. Er ist auf der Suche nach nicht weniger als dem Sinn des Lebens. Es ist ein Gefühl, was ich suche, und das ist es auch, was die anderen Leute hier suchen. Bob Wells weiß, dass es für manche Nomaden um mehr geht als um Sinnsuche. Für sie ist es die Frage nach dem Überleben. Diesen Leuten will er helfen, über seinen YouTube-Kanal. Mehr als 500.000 AbonnentInnen hat er. Ist fast schon eine Berühmtheit in der Community. Userin Carol, 50 und Single, schreibt, sie überlegt, ob das Nomadenleben etwas für sie ist. Carol, du bist sehr mutig, das zu fragen. Du solltest stolz auf dich sein. Bob macht Mut, gibt Tipps.
Er investiert viel Zeit in seine Videos und das zahlt sich aus. Er verdient gut, indem er zum Beispiel Werbung auf YouTube schaltet. Kann sich inzwischen sogar 2 Angestellte leisten. Ich erinnere mich jeden Tag daran, dass es jemanden gibt, der seine Wohnung räumen muss. Dieser Mensch wird verloren und hilflos sein und ich habe eine Botschaft für ihn. Soziale Ungerechtigkeit ist ein Thema, das Bob bewegt. Und der Klimawandel, vor allem im Moment, wo auch diese Region hier in Oregon von vielen Waldbränden in Atem gehalten wird, der Rauch sichtbar in der Luft hängt. So obviously. Diese Überschwemmungen überall auf der Welt, Waldbrände und Dürre. Die Erde verändert sich schnell und sie wird sich in Kürze noch viel schneller ändern. Und wenn ich in einem Fahrzeug bin, kann ich vor den Katastrophen einfach wegfahren. Inzwischen könnte sich Bob sogar ein eigenes Haus leisten. Aber das will er gar nicht. Vor 25 Jahren fühlte er sich obdachlos, wie ein Versager. Heute nicht mehr. Sicher nicht. Hauslos, so sagen wir es gerne. Es ist ein subtiler Unterschied, aber ich denke, es ist wichtig. Ich habe kein Haus, aber ich habe ein Zuhause und niemand liebt sein Zuhause mehr als ich. Ein Zuhause auf Rädern. Bob verlässt den Wald im nördlichen Oregon, zieht weiter Richtung Süden. Ohne Existenzängste kann er inzwischen die Freiheit des Nomadenlebens genießen. Die Freiheit, einfach weiterzufahren.